Mein Name ist Anna Czernowa und ich studiere an der Medizinischen Universität Innsbruck im ersten Semester. Also meine Mama ist Allgemeinmedizinerin in Deutschland und es wäre die Möglichkeit, da ihre Praxis zu übernehmen. Man ist der erste Ansprechpartner für alles. Also auch wenn der Mensch zum Beispiel Rückenschmerzen hat, geht man nicht immer zum Orthopäden, aber zum Allgemeinmediziner schon, zum Hausarzt. Und das interessiert mich schon. Man sieht halt eigentlich alles. Es sind banale Dinge, die man dann in der Praxis sieht. Erkältung oder, ja, weiß nicht, so ganz einfache Sachen oder Ausschlag. Aber dann sind auch so Sachen dabei, wo meine Mutter, also ich habe das halt zwischendurch schon miterlebt, wo man wirklich den Notarzt rufen muss, weil es halt nicht mehr geht. Also was Schlimmes. Und das finde ich sehr interessant an dem Beruf. Man sieht alles.